Es ist ein Freiheitswille, der hier durchbricht. Und dieser Geist der Freiheit, er ist aus der Flasche. Und ich habe noch einmal unzweideutig darauf hingewiesen, dass wir eine Unterdrückung von freiheitlichen Demonstrationen nicht akzeptieren können. Diese Gewaltanwendungen müssen ein Ende haben. Dieses ist die klare Erwartungshaltung auch der Europäischen Union und der deutschen Bundesregierung. Hier sind Menschen auf die Straße gegangen, um für ihre demokratischen Rechte zu demonstrieren. Sie haben Bürgerrechte, sie haben Menschenrechte und wir unterstützen sie dabei, wenn sie für diese Rechte auch eintreten. Die Gewalt gegen Demonstranten, sie muss ein Ende haben. Es ist aus unserer Sicht in keiner Weise hinnehmbar, dass Schlägertruppen friedliche Demonstranten niederknüppeln. Und wenn hier eine Regierung versuchen sollte, eine friedliche und freiheitliche Demonstrationsbewegung durch Gewalt an ihren Rechten zu behindern, dann wird dieses ganz sicherlich auch zu einer gemeinsamen internationalen Antwort führen.